Ich begrüße nun Heiner Flassbeck. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, war Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen. Er ist Honorarprofessor an der Hamburger Universität für Wirtschafts- und Politik und Buchautor. Guten Abend, Herr Flassbeck. Guten Abend. Ist denn jetzt die Tür für Griechenland noch offen oder ist eine Einigung nicht mehr möglich? Naja, ich würde mal so sagen, da sie niemand zumachen kann, diese Tür, legal jedenfalls, kann sie niemand zumachen, steht sie noch offen. Was immer das bedeutet, ob jemand durchgeht, das ist eine andere Frage. Aber offen steht sie sicher noch, ja. Nur Deutschland kann den Euro retten, lautet der Titel Ihres Buches. Wie muss man das verstehen? Ja, das klingt ein bisschen erstaunlich, aber es ist überhaupt nicht erstaunlich. Was in der Eurozone passiert ist, in der Währungsunion passiert ist, ist ein Phänomen, was nicht neu ist, aber für die Währungsunion ganz gefährlich ist. Einige Länder haben über ihre Verhältnisse gelebt. Dazu gehört Griechenland. Auch andere, Italien, hat auch über seine Verhältnisse gelebt. Aber ein großes Land hat unter seinen Verhältnissen gelebt. Dieses Land heißt Deutschland. Währungsunion heißt aber, bei einem bestimmten Inflationsziel, man hat sich so vorgenommen, 2% Inflation zu haben in dieser Währungsunion, das ist ja der Kern der Geschichte, man will eine gemeinsame Währung haben mit einem gemeinsamen Inflationsziel. Währungsunion heißt im Kern, man muss sich an seine Verhältnisse anpassen, man darf nicht unter und nicht über seinen Verhältnissen leben. Aber reicht das wirklich als Erklärung, der eine lebt über seine Verhältnisse, der andere, Deutschland jetzt beispielsweise, unter seine Verhältnisse, reicht das als Erklärung? Das reicht als Erklärung, ja, denn daraus ergibt sich dann eine große Lücke in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen diesen Ländern. Frankreich hat genau entsprechend seinen Verhältnissen gelebt und hat trotzdem eine Lücke von 15-20%. Wettbewerbsfähigkeitsverlust gegenüber Deutschland. Griechenland hatte eine Lücke von 30%. Die haben inzwischen dramatisch die Löhne gesenkt. Und das geht auf Dauer nicht, weil ein Land dann immer Marktanteile verliert und das eine immer gewinnt. Deutschland hat einen Exportboom gehabt, Frankreich einen Exportniedergang. Und das funktioniert nicht in der Währungsunion. Aber was haben denn zum Beispiel die Lohnkürzungen in Deutschland mit der Krise in Griechenland zu tun? Naja, das war eben das Unter dem Verhältnisse leben. Das war das massive Unter dem Verhältnisse leben. Über Jahre, über 15 Jahre hat Deutschland unter seinen Verhältnissen gelebt. Und das hat diese große Lücke aufgebaut. Das Problem ist, in einer Währungsunion kann man das nur korrigieren, entweder durch steigende Löhne in Deutschland. Das ist die meines Erachtens die einzige richtige Variante. Oder durch sinkende Löhne woanders. Das ist das, was man gerade versucht. Man hat ja Griechenland gesagt, sie müssen die Löhne um 30% senken. Und sie haben es getan. Ne? Griechenland ist der größte Lohnsenker aller Zeiten. In der modernen Wirtschaftsgeschichte jedenfalls. Und was ist passiert? Das Ergebnis war eine Katastrophe. Das Ergebnis war nicht gut, sondern das Ergebnis war Katastrophe, weil die Arbeitslosigkeit nicht gesunken ist, sondern gestiegen ist. Konzentrieren wir uns auf den Rettungsversuch. Wie sollte der denn jetzt aussehen? Naja, der Rettungsversuch muss einer sein, wo, wie gesagt, die Gläubiger und die Schuldner vernünftig zusammenarbeiten. Nicht die Gläubiger, Deutschland also, vor allem den Schuldnern diktieren, was sie zu tun haben. Und vor allem nicht die Löhne zu senken und nicht weiter zu sparen. Man kann nicht eine Volkswirtschaft durch Sparen retten. Das ist eine große Illusion. Das ist ein Irrtum. Das kann ein einziges Land mal tun, aber das können nicht alle zusammen tun. Und da liegt der entscheidende Knackpunkt. Und das ist den Politikern in Deutschland offensichtlich nicht beizubringen. Sie verstehen es nicht. Warum nicht? Ja, weil sie einzelwirtschaftlich denken, weil sie denken wie die schwäbische Hausfrau. Die schwäbische Hausfrau kann sich retten, indem sie den Gürtel enger schnallt. Aber ein Land ist keine schwäbische Hausfrau. Es kann sich nicht retten, indem sie den Gürtel enger schnallt. Weil es passiert etwas Negatives, nämlich die Nachfrage bricht ein. Deshalb die Griechen haben es ja versucht. Die haben ja mehr als jedes andere Land ihren Gürtel enger geschnallt. Und das Ergebnis, wie gesagt, war Katastrophe. Nun kommt Syriza und sagt, es war Katastrophe. Und was sagen wir? Nein, jetzt schnallt er noch ein bisschen mehr und länger enger. Nun wird gegenseitig heiß darüber diskutiert, ob Griechenland aus der Europäischen Währungsunion austritt oder nicht. Stimmen die Griechen am Sonntag im Grunde genommen über den Euro ab? Ich hoffe nicht. Das ist jedenfalls nicht die Frage, die Sie zu beantworten haben. Sie sollen abstimmen über das Papier, das die Eurogruppe der griechischen Regierung am 25. Juni vorgelegt hat. Und wie gesagt, niemand kann Griechenland aus dem Euro herauswerfen. Wenn die Bevölkerung Nein sagt, muss man neu verhandeln, weil es gibt keinen Weg. Man kann nicht einfach sagen, jetzt die Eurogruppe beschließt, Griechenland wird ausgeschlossen. Das gibt es nicht. Und solange die griechische Regierung das nicht von sich aus betreibt, diesen Ausstieg, gibt es keinen Weg, sondern man muss weiter verhandeln. Und ich hoffe, dass man dann vielleicht mit diesem Votum im Rücken, wie es auch immer ausgeht, dass man merkt, dass es so nicht weitergeht, dass man vernünftiger verhandeln muss. Was wären denn die Auswirkungen eines Austritts, eines möglichen? Ja, das weiß niemand, weil niemand weiß, wie der Austritt verläuft. Der Austritt kann gut verlaufen, der kann aber auch böse verlaufen, je nachdem, welche Variante Sie wollen. Aber ein guter Verlauf, wenn Griechenland hinterher gut geht, wenn sie abgewertet haben und die Wirtschaft boomt, ist auch eine Katastrophe für den Euro, weil dann andere Länder sagen, ja, machen wir es doch genauso wie die Griechen. Denn das ist ja auch wieder sozusagen unter den Verhältnissen leben. Abwerten ist nichts anderes als unter den Verhältnissen leben. Und wenn es schlecht geht, dann ist es ganz katastrophal. Dann fragen sich die anderen Gläubiger, ja, was sollen wir jetzt tun? Wie können wir
mit dieser Eurogruppe noch überleben und mit diesen Gläubigern noch überleben. Ganz kurz die Gläubiger noch. Müssen sich ändern. Ganz kurz noch. Sie haben ja ziemlich gute Analysen geliefert, jetzt auch was gerade Griechenland betrifft und die ganze Entwicklung vorausgesehen. Wie sehen Sie denn die Zukunft für Griechenland? Für Griechenland ist schwer vorherzusagen, weil es alles am nächsten Sonntag hängt und danach, wie die Gläubiger sich dann verhalten. Ich hoffe, dass man einen Kompromiss findet. Aber für die Eurozone insgesamt sehe ich leider schwarz, weil wir nicht begreifen, wie man Wirtschaftspolitik in einem so großen Raum wie Europa insgesamt machen muss. Wir betreiben alle Wirtschaftspolitik nach der Art der schwäbischen Hausfrau. Das aber funktioniert niemals. Herr Flassbeck, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Bitte sehr.